Ich wollte letztens Döner essen, leider hatte ich's Geld vergessen. Ich suchte also auf den Gassen, ob da nicht liegt das Geld in Massen. Leider hatte ich kein Glück und lief hungrig dann zurück. In jener Nacht hatte ich einen Traum. Jetzt lest genau, ihr glaubt es kaum. Ein Dönerspieß 2 Meter lang kam auf mich zu, da wurde mir bang. Der Spieß drehte sich um 90 Grad, sodass er sogleich aufrecht ward. Plötzlich hörte ich ein Brummen, so wie beim Rasieren so ein Summen. Von unten kam ein Messerteil, war rasend schnell, fast wie ein Pfeil. Fast hätte es mir den Arm gekürzt, zum Glück bin ich rückwärts gestürzt. Ein Mann, der wohl ein Türke war, der erste Mensch, den ich hier sah, fragte mich, grad noch im Lauf: Wollet du ein Döner kaufen? Verdutzt wohl wegen meines Falles, sagte ich: Oh ja, mit alles. Nachdem der Mann mich schnell verließ, trug er ein Fladenbrot zum Spieß. Er erklärte, das Fleisch sei vom Hund, ein Rüde, und der Gerät wird nie müde. Dann sagte er, steckte gerade den Stecker rein: Der Gerät schläft nie ein. Er fügte hinzu, dass er gern mal einschläft, und der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Der Gerät, der macht mich reich, jetzt schmeckt Kunden sogar Hundefleisch. Er bereitete den Döner zu, fertig war er damit im Nu. Er reichte mir das Fladenbrot und fiel auf der Stelle um wie tot. Genau genommen war es auch, doch ich stand da noch auf dem Schlauch. Doch warum musste er verrecken? Er hat den Spieß im Rücken stecken. Der Gerät, wie er es nannte, nach diesem Kill auf mich zurannte. Ich hechtete, wurde immer schneller, der Dönerbude in den Keller. Dachte, hier gibt's bestimmt auch noch Gespenster. Fand dann aber ein Kellerfenster. Leider war das Loch zu klein. Jetzt muss ich sterben, ich armes Schwein. Gerade als der Spieß auch mich erstechen wollte, merkte ich, dass aus meinem Bett ich rollte. Ich war erwacht aus meinem Traum. Verschwitzt war ich komischerweise kaum. Doch dann fiel es mir wieder ein: Der Gerät schneidet das dünne Fleisch schweißfrei.